Ihr hört Drachendetektiv Schuppe, Algensuppe und Nixenspucke von Katja Brandes. Gelesen von Stefan Kaminski. Mit Musik von Ulrich Steyer. Eine Produktion des Argon Verlags. Hin und wieder schlenderte Schuppe gerne durch die Innenstadt von Wurmstedt. Einfach so oder um ein paar Kleinigkeiten zu kaufen. So auch an diesem Morgen. Gerade vorhin war die Wanduhr in der Detektivzentrale kaputtgegangen. Ihre Zeiger hingen schlaff herunter, und von einem Tick-Tack konnte nicht mehr die Rede sein. Ist nicht schade drum, meinte Schuppe zu seinem Freund und Detektivpartner, dem Kater Grauwacke. Das Ding hat mich seit Jahren genervt. Manchmal hatten die Zeiger es eilig gehabt, dann wieder hatten sie sich ausgeruht und fast gar nicht bewegt. Die richtige Uhrzeit anzuzeigen, war dem Ding wohl zu anstrengend gewesen. Eine neue Uhr musste her. Darum waren Schuppe und Grauwacke auf dem Weg zum Kramwarenladen von Hexe Gunilla. Wie immer hatte sie interessante Dinge im Schaufenster. Schau mal, Gunilla hat frische Zaubernüsse reinbekommen, sagte Grauwacke und kratzte sich mit der Hinterpfote hinter dem Ohr. Sehr drachig. Schuppe war ein Fan dieser Nüsse, von denen es viele unterschiedliche Sorten gab. Manche spielten Musik, wenn man sie aufknackte. Manchmal war auch eine Botschaft für dich darin oder ein winziges Vögelchen das vorausflog und dir den Weg zeigte, wenn es Lust dazu hatte. Eine dunkelblaue Sorte bewirkte, dass du unter Wasser atmen konntest, wenn du sie zerkautest, was leider nicht besonders gut schmeckte. Die braun-schwarz gestreifte Sorte stank furchtbar, wenn man sie auf jemanden warf und sie platzte. Diese Sorte war bei Kindern besonders beliebt. Häufig ausverkauft waren die orange-gelben Nüsse. Aus ihnen kam ein kleiner Blitz, der dir neue Energie gab oder dich, wenn es eine Billignuss gewesen war, zumindest richtig aufweckte. Grauwacke presste seine Katzennase an die Glasscheibe. Ah, oh, »Es gibt wieder welche, von denen Gunilla selbst nicht weiß, was sie bewirken. Wie wär's? Kaufen wir ein paar?« <laughs> Nein, unbedingt, sagte Schuppe. Er holte einen kleinen Smaragd aus seiner Geldbörse an seinem Mäuseledergürtel und marschierte in Gunillas Laden, der zum Glück schon offen hatte. Einen Beutel gemischte Zaubernüsse, bitte. Ähm, hast du auch Uhren da? »Nee«, sagte Gunilla, auf deren Kopf gerade Korkenzieherlocken im Zebrastreifen-Look prangten, »Frag mal bei Einhornwalter. Der hat manchmal außer Schrauben und Nägeln auch andere Metallwaren da.« hm. »Mach ich.« Während Schuppe den Beutel mit den Nüssen nahm, stutzte er und spitzte die Ohren. Eben hatte er draußen tolle Grunzen gehört, ganz eindeutig. Krach, Nicht weit weg war irgendetwas kaputt gegangen. Außerdem ertönten ärgerliche Rufe. Auch Gunilla und ein paar Kunden waren aufmerksam geworden. Sie spähten durch die Ladentür nach draußen. Hastig bezahlte Schuppe und watschelte zurück zu Grauwacke. Was ist denn da los? Geh mir nachsehen, sagte Grauwacke und flitzte los. Schuppe marschierte ihm hastig hinterher. Beinahe hätte er dabei mit dem grünen Drachenschwanz das Schild vor Gunillas Laden umgeworfen, auf dem stand keine Riesenlibellen an der Regenrinne festbinden. Wie sich herausstellte, kamen die seltsamen Geräusche aus dem Garten von Triefauge, einem roten Drachen.